Hi Leute, im letzten Video war ich ja mehr hinter der Kamera zu sehen bzw. nicht zu sehen. Da freut es mich umso mehr, dass ich euch heute mit einem kleinen französischen Kanal nehmen kann für eine spontane Nacht. Ja, wir sind jetzt gleich da und Wetter ist top, es ist sonnig, 23 Grad, eigentlich optimal, dass da was gehen könnte. Und ja, ich denke, wir sprechen uns dann wieder, wenn wir angekommen sind. Bis dann. So, wir haben jetzt unser Zeug hier an der Bushaltestelle ausgeladen. Die ist auch direkt in der gut befahrenen Landstraße. Gleich auch ein bisschen lauter deswegen, also entschuldigt bitte den Ton. Ja, das ist auf jeden Fall die beste Möglichkeit, unser Tackle an den Platz zu bekommen. Wir fischen heute Nacht unter einer Brücke. Da würde auch kein Trolley helfen, weil wir müssen das jetzt da noch eine kleine Steilwand runterschleppen. Aber das kriegen wir noch hin. Bis dann. So, ich erzähle euch jetzt ein bisschen was zur Ausrüstung, wie ich hier am Kanal vorgehe. Zum einen fische ich hier eine 10 Fuß Karpfenrute mit 3 Lips. Die hat noch genug Rückgrat, um einen Fisch aus einem eventuellen Krautfeld rauszubekommen. Kraut haben wir drin sehr viel, daher auch eine stabile Schnur. Das ist jetzt ein 33er Fluorcarbon. Damit kann man in der Regel das Kraut relativ gut durchschneiden und das hat bei mir in der Vergangenheit ziemlich gut funktioniert, daher schwöre ich drauf. Eine stabile kleine Karpfenrolle. Wir fischen hier nur auf 10-20 Meter. Das muss also keine 5000er oder größer sein. Also ein kleines Modell tut es hier locker. Wegen den vielen Hindernissen fische ich auch noch einen Leader. Da habe ich ungefähr 1 Meter bleifreien Leader vorgeschaltet. Der trägt um die 20 Kilo, also 60 Lips. Und fischen tue ich hier 90 Gramm Blei, zum einen, weil die Fische hier ein sehr hartes Maul haben, zum anderen, weil hier auch Bootsverkehr zu erwarten ist. Da ist man mit 90 Gramm gut bedient, das bleibt gut liegen, verwirbelt nichts, passt. So, zum Vorfach. Als Vorfach benutze ich hier ein starkes Geflecht und einen 4er Haken. Eben um den gehakten Fisch auch sicher landen zu können. Wie gesagt, wir haben hier Schilf, wir haben steile Kanten da durch den Schifffahrtskanal. Auch Kraut spielt eine große Rolle, wie bereits erwähnt. Da ist man eigentlich hier auf der sicheren Seite. Ich habe auch Zweier dabei, falls mal ein bisschen mehr Wels auf dem Platz stehen sollte. Aber in der Regel hat man hier recht wenig Beifänge. Apropos wenig Beifänge, ich fische hier auch kleine Beugies, das sind jetzt 15er auf Fischmehlbasis, haben hier in der Vergangenheit gut funktioniert, hoffentlich tun sie es die Nacht wieder. Und ein gelbes Pop-up oben drüber, das hilft einfach, den Köder besser zu präsentieren, falls man mal auf abgestorbenem Kraut oder auch Schlamm, hier ist der Boden, ist recht schlammig, da landen sollte. Ist man auf jeden Fall, finde ich, mit dem Pop-up auch auf der sicheren Seite. Nur ein Grundköder kann da schnell mal verloren gehen. Ja, zu guter Letzt fische ich hier am Kanal immer mit Backlead. Zum einen wegen den Schiffen, zum anderen hat man nicht sehr viel Platz zum Drillen. Da ist es doch schon nachts vor allem auch besser, wenn nicht nur abgesenkt ist. Da erspart man sich einfach den Stress, nachts noch Montagen entwirren zu müssen und sonstiges. Also fischt mit Backlead am Kanal, das ist auf jeden Fall wichtig. So. Das war es soweit von meiner Seite. Ein Tipp habe ich noch für euch. Ich fische am Kanal, gerade weil der Boden so dreckig ist, immer PVA-Stick. Und da ich ich habe mal mit der Waterwolf eine Zeit lang gefilmt, da kleine Pellets und Staubfutter oft nur Futter für die Weißfische sind, bin ich dazu übergegangen, immer 3 Boilies in den Stick zu machen.
kann man dann das Super, das Vorfach durchziehen und der Haken ist da drin sicher. Da kann man auch mal auf ein leicht abgestorbenes Kraut oder sonst was werfen. Und in der Regel ist die Präsentation sicher. Ja, ich werfe jetzt die Routen aus und wir sprechen uns später nochmal. Bis dann. So, heute Nacht befische ich die Schilfbank hier auf der anderen Seite. Die geht direkt am Radweg entlang. Nachts hat man trotzdem natürlich seine Ruhe. Ja, teilweise sieht man noch Krautfelder, da ist auch ein kleines Seerosenfeld. Deswegen muss ich jetzt vorher mal nur mit dem Blei gucken, wo sauber ist. Und ja, ich hoffe, das geht jetzt relativ schnell. Die Sonne ist schon am Verschwinden. Dann bringe ich mal die Routen raus. Zu meiner Futtertaktik. Ich fische wie gesagt mit kleinen Beugis. Ich habe die nicht vorgefüttert. Deswegen füttere ich nicht sehr viel, aber dafür hochattraktives Futter. Ich werde jetzt über die ganze Schilfbank hin diese kleinen Beugis streuen und nachher gehe ich auch noch rüber auf die andere Seite und werfe eine Dose Mais nach. Aber die liegen nur auf die jeweiligen Angelplätze. Ich fische mit zwei Ruten, vier wären erlaubt. Aber mehr ist nicht zwangsläufig besser. Ich glaube, dass gerade in so kleinen Kanälen Fische doch durchaus schnurscheu werden können. Daher muss man auch auf jeden Fall darauf achten, dass die Schnur am Boden ist. Durch das Backlead und Fluorcarbon ist es natürlich super. Da muss man sich darum keine wirklichen Sorgen machen. Und ja, ich lege jetzt die Routen. Wenn was geht, melden wir uns nochmal. Kurz Update, Lars. Es ist mitten in der Nacht. Der erste Karpfen hat sich gemeldet.
So, es ist mitten in der Nacht. Ich wurde aus dem Schlaf gerissen, aber der erste Kanalkarpfen ist gefangen. Sehen wir ihn uns an. So, wir holen jetzt den Fisch raus. Kannst du hier oben nehmen? Achtung. In Frankreich, da dürfen die Fische noch abwachsen. Deswegen kommt dieser tolle Spiegler zurück, auf dass er größer wird. So, ich mache die Rute jetzt nochmal frisch und dann geht's wieder in den Schlafsack. Es ist kalt. Die Nacht ist vorbei, bei einem Fisch ist es geblieben, aber eigentlich ein tolles Ergebnis, wenn man bedenkt, dass wir nicht vorgefüttert haben. Also ja, ich hoffe, ihr konntet einen Einblick in die Kanalangelei gewinnen und es hat Spaß gemacht zuzuschauen und ich hätte gesagt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.